Kennt ihr das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse? Es ist eine wahre Geschichte. Und der alte Friedemann will sie euch erzählen. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Aber es sollte eine richtige Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt umher, um eine zu finden. Aber es gab immer irgendetwas, was nicht in Ordnung war. Prinzessinnen gab es genug. Doch ob es richtige Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausbringen. So kam er wieder nach Hause und war sehr betrübt. Denn er wollte gar zu gerne eine wirkliche Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Unwetter herauf. Es donnerte und blitzte. Der Regen floss in Strömen. Es war entsetzlich. Da klopfte es an das Burgtor und der alte König ging hin, um es zu öffnen. Es war eine Prinzessin, die da im Regen stand. Ja, wie siehst du denn aus, mein Kind? Gib mir ein Obdach heute Nacht, Herr König. Ich bin eine Prinzessin. Ach, was du nicht sagst. Ich bin wirklich eine Prinzessin, Herr König. Meine Frau wird es schon herausbekommen. Der alte König sagte nichts. Er ging in die Schlafkammer, nahm alle Betten heraus und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstatt. Dann nahm die Königin 20 Matratzen und legte sie auf die Erbse. Und auf die Erbse kamen noch 20 Daunenbetten. Nun begib dich zur Ruhe, mein Kind, und träume süß. Danke, Frau Königin. Ich bin sterbensmüde. Am nächsten Morgen aber fragte der alte König: Nun, mein Kind, wie hast du geschlafen? Oh, schrecklich schlecht. So? Ich habe meine Augen fast die ganze Nacht nicht zugetan. Vorzüglich zubereitet? Ja. Entsetzlich, Frau Königin. Oh. Ich habe auf etwas Hartem gelegen. Aha. Sodass ich braun und blau am ganzen Körper bin. Nun sahen sie, dass sie eine richtige Prinzessin war, weil sie unter 20 Matratzen und 20 Daunenbetten Erbse gespürt hat. Ja, so empfindlich konnte niemand anders sein als eine wirkliche Prinzessin. Nun nahm der Prinz sie zu seiner Frau. Jetzt wusste er, dass er eine richtige Prinzessin hatte. Die Erbse aber kam in die Schatzkammer, wo sie heute noch zu sehen ist, wenn niemand sie gestohlen hat. Der alte Friedemann wünscht euch allen eine gute Nacht.